Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Risen 3. Wir sind hier immer noch, oder sind hier gerade auf Kalador angelangt. Ich zoome mal wieder ein bisschen ran. So, der Kilian, der merkt das gar nicht, wenn man sich an ihm hier vorbeischleicht. Captain Finch wollte unter allen Umständen verhindern, dass ein Unwürdiger seinen Platz einnimmt. Also versteckte er vor seinem Tode seine berüchtigte Piratenflagge an einem gefährlichen Ort. Zuletzt soll er auf Kila, in der Nähe eines eingeborenen Dorfes, gesehen worden sein. Das reicht mir. Aha, was bringt so eine Flagge? Vielleicht einschüchtern. Hey. Klauen wir in den Alk. Wir tun ihm damit was Gutes. Schwört es ihm, wenn ich seine Truhe aufmache? Vermutlich schon. Ich probiere es trotzdem mal. Es stört ihn nicht. Er ist nicht aufmerksam. Okay. Er ist in einer Trance. Er ist ein Autor. Er ist gerade so in sein Schreiben vertieft, dass er gar nichts mehr bemerkt. Ich verkaufe jetzt den roten... Nein. Den roten Fisch behalte ich. Den kann man hier anscheinend gut benutzen als Zahlungsmittel. Vielleicht wird er mir an der einen oder anderen Situation auch noch einiges an Gold sparen. Kann ja gut sein. Schleichen macht nur Sinn, wenn einem dabei keiner zusieht. Denk nicht mal. Ich verstehe. An. Wer bist ich du? Sehe sofort, wenn du was klaust. Ach, hallo, Glenn. Kann ich mein Äffchen. Kommt das bis da rein? Nein, ich wollte da reinspringen. Mein kleines Äffchen. Go, du schaffst das. Go, go, Äffchen. Yeah, yeah. Jetzt bin ich auf dem Dach. Komme ich hier irgendwo rein? Aha. Ja, das kann ich mir auch später alles selber nehmen. Hey, hast du dich verlaufen? Ich verstehe immer noch nicht, was das Äffchen bringen soll, wenn sie einem sehen. Ich dachte, so ein Äffchen ist leise. Und als Äffchen kann ich nicht mal schleichen. Es bringt also nur was, um an Orte zu kommen, an die man nicht rankommt. Es ist nicht wirklich für Diebeskunst gedacht. Das nervt mich ein bisschen. Dass man da auch keine Erweiterung kriegen kann, dass das Äffchen irgendwie lautlos ist. Vielleicht kann man das auch und ich hab's noch nicht... Boah, noch nicht gemerkt. Und das Äffchen steuert sich auch ganz schrecklich. Ja, ich flame das Äffchen. Ganz schön neugierig, der Kleine. Jetzt ist Schluss mit niedlich. Da bist du selbst schuld. Hey, aber ich hätte die Schatulle erhalten. Dafür hätte ich nur mein Äffchen verloren. Das will ich nicht. Ich mein Äffchen. Hä? Wo bin ich denn jetzt gespeichert? Oh Gott. Muss ich alles nochmal machen? Na, total lang gedauert, ich weiß. War der totale Bankrott für mich. Teleportstein. Ich habe gerade noch eine Idee bekommen. Aber erstmal glaubt der Tutan hier dran. Der Löffel, der da hängt, kann auch weg. Komische Sachen, die da hängen.
Kann ich die Fische mitnehmen? Nein. Okay, das ist echt cool, diese Fähigkeit. Hä? War da gerade was? Da ist Gold auf dem Dach. Ich habe ihm den Apfel vor der Nase weggeklaut. Selbst das hat er nicht bemerkt. Moment jetzt. Die lagern, verstecken alle ihr Hab und Gut auf dem Dach. Sollte mal einer sagen, dass das irgendwie jetzt nicht das beste Versteck ist, weil wir merken sie ja gar nicht, wenn das einer klaut. Wir werden ja wohl nicht jeden Tag auf ihr Dach gehen. Sie werden aber sicher an die Decke gehen, wenn sie bemerken, dass das alles fehlt. Ansonsten noch irgendwas? Ich glaube nicht. So. Dann haben wir auch das Haus mehr oder weniger geplündert. Das Lagerfeuer brauche ich nicht. Das war's? Das war das Fischerdorf? Jetzt muss ich nochmal genauer bei Glenn vorbeigucken. Wenn das alles war, dann will ich auch gründlich sein. Du willst doch hier nichts klauen. Glenn ist doof. Da hinten den Fusel kann ich nicht mitnehmen. Warum hat er ein zweites Bett? Komme ich da ran, ohne dass er mich sieht? Ist er da vielleicht in so einem coolen, toten Winkel? Wäre natürlich bombastisch. Okay, ich gehe jetzt. Was für ein Idiot. Gut, dann würde ich sagen, kannst du mich eigentlich doch zu euch bringen? Lass uns zur Zitadelle gehen. Du hast nicht zufällig etwas Fisch dabei? 10 Stück würden schon reichen. Hier, ich habe etwas rohen Fisch. Wunderbar. Wo hast du den denn jetzt aufgetrieben? Na, ist doch egal. Lass uns zur Zitadelle gehen. Folge mir. Wir haben einen ganz schönen Weg vor uns. Ich hoffe, du kannst gut mit deiner Waffe umgehen. Warte ja, jetzt. Aber ich will auch einen kleinen Langfinger spielen. Wir hier ja nicht nochmal lang müssen. Du kannst doch jetzt nicht... Moment, hier irgendwo ist ein großer... Hier ist ein eher großer, größerer Platz. Muss man auch mal genauer gucken. Ja, guck mal. Rat mal, wer den Scavenger da erledigt hat. Machst du nicht etwas schlapp? Ich komm schon klar. Dann ist ja gut. Wenn du noch Fragen hast, frag einfach. Was macht ihr, wenn ihr gar keinen Fisch mehr bekommt? Wir haben den Kontakt zu 2 Bauernhöfen verloren. Noch gibt es genug, aber wenn noch mehr Leute auf die Insel kommen, kriegen wir ein Problem. Noch ist keine Panik ausgebrochen. Aber bald, fürchte ich. Lass uns weitergehen. Alles klar. Bleib dicht hinter mir. Hier ist es nicht ganz ungefährlich. Ich weiß auch nicht, was mit den Höfen passiert ist. Ich weiß nur, dass keiner mehr beliefert ist. Vielleicht wissen die Leute bei der Taverne mehr. Da kannst du ja mal nachfragen, wenn du möchtest. Ich glaube, die Scavenger habe ich doch nicht erledigt, oder? Das war wer anders. Kann das sein? Wer hat diese Scavenger erledigt und sie nicht geplündert? Ein Doofmann? Anzunehmen. Okay, nein, den Weg gehe ich irgendwann anders mal lang. Dumm die Dumm. Ein bisschen rauszoomen. Weiter! Dann sieht man mehr von unserem schönen Charakter.
Was ist denn das da hinten? Du bist eine Ratte? Warum stehst du denn auf allen Vieren? Auf deinen Hinterpfoten. Aha. Hast du deine Schätze bewacht? Das sind jetzt meine. Ich muss ein unendlich nerviger Begleiter sein, wenn man die ganze Zeit wegen mir umdrehen muss. Oder warten, zumindest. Wo ist er denn hin? Ach, er ist schon ganz hochgelaufen. Weiter geht's. Dann krieg ich doch Angst, wenn er mich so allein lässt. Toll, er kann sich auch teleportieren. Warum könnt ihr euch alle teleportieren? Wenn du hier in Richtung Nordwesten den Berg hinaufgehst, kommst du zur Taverne. Du solltest dir bei Gelegenheit mal einen Besuch abstatten. Seit die grünen Feuer angezündet wurden, brauchen viele von uns mal ein Schlückchen mehr. Aber lass uns erst mal weiter zur Zitadelle gehen. Was weißt du über die grünen Feuer? Die grünen Feuer sind ein Ruf. Ein Ruf, der alle Dämonenjäger der Welt hier versammeln soll. Um sich gegenseitig auszubilden und sich gegen die Schatten zu stellen. Wer hat sie errichtet? Das weiß ich nicht. Aber wenn du mehr über sie wissen willst, solltest du mit Eldrick reden. Erzähl mir mehr über diesen Eldrick. Eldrick ist unser Druide. Er wohnt in der Zitadelle. Er ist dein Mann, wenn du mehr über solche Dinge wissen möchtest. Lass uns weitergehen. Alles klar. Folge mir. Die Taverne ist ein guter Ort, um Gerüchte mitzubekommen. Seit die Feuer brennen, gibt es hier nicht mehr viel, um sich abzulenken. Ja, außer, kann ich mir vorstellen. Man beschäftigt sich gerne mit Leichen. Na, du bist doch widerlich. Das ist wohl die Zitadelle. Wow. Die hat ja richtig goldene Ornamente und sowas. Ich möchte mich hier aber auch ordentlich umgucken, ja? Na, Edward begleitet mich ja. Ich bin ja nicht ganz allein. Ach, das ist die Stelle. Ah, okay. Okay. Und dann weiß ich jetzt, wo ich bin. Und da unten geht's in diese komische Schlucht, nehme ich an. Die ich von oben begutachtet habe. Die Beere hole ich mir. Oder die Beeren. Komm schon. Ja, komm. Boah, das sieht schon eindrucksvoll aus. Gerade wenn man sich das restliche Land anguckt, wie kaputt das alles ist. So, wir sind fast da. Gleich sind wir an der Zitadelle. Die letzte Bastion gegen die Schatten. Was kannst du mir über die Schatten erzählen? So viel weiß ich auch nicht über sie. Ich weiß nur, dass sie für eine Menge Chaos sorgen. Vielleicht sind es die Vorboten darauf, dass hier bald alles zu Scheiße wird. Ich weiß nur, dass ich sie töten kann. Mehr muss ich nicht wissen. Okay, lass uns weitergehen. Alles klar. Wir haben es gleich geschafft. Gleich kannst du die Zitadelle in voller Pracht sehen. Wenn es einen Ort gibt, an dem du sein willst, wenn alles den Bach untergeht, dann ist es unsere Zitadelle. Ja, ja. Du bist schon geil auf euer Gebäude. Weiter! Tust du, als wärst du der Architekt, der das Ganze errichtet hat oder geplant hat. Ein Teleportstein. Sehr gut. Geht doch. Ach, wie schön. Na komm. So, wir sind da. Beeindruckend, nicht wahr? Wer hat das alles gebaut? Das waren unsere Vorfahren. Die Dämonenjäger von damals. Dunkle Krieger der alten Zeit. Doch das ist lange her. Zwischenzeitlich war hier keine Sau. Die Bauten verkamen und wurden zu Ruinen. Erst jetzt, da die Dunkelheit wieder über das Land kommt, werden wir wieder gebraucht. Also sind wir da und bauen alles wieder auf. Hast du sonst noch Fragen? Ich habe keine Fragen mehr. Alles klar.
Dann werde ich mal zur Zitadelle gehen und Ihnen von den Fischen berichten. Ach, hat er mir das Gold jetzt für die Fische gegeben? Oder war das ein Bestechungsversuch, ein ganz unauffälliger? Na, ich vermute Ersteres. Ach stimmt, er meinte ja, dass er sein Gold hier hat, dass er uns darum auch noch nicht bezahlen würde. Hallöchen. Familie. Was? Familie, deine Abstammung. Damit ich weiß, zu welchem Dämonenjägergeschlecht du gehörst und ich dich in die Liste eintragen kann. Oder bist du nicht dem Ruf der grünen Feuer gefolgt? Nein, ich bin Wächter. Oho, ein Anhänger der Magie also. Ich hoffe, du setzt deine Kräfte für die richtige Seite in diesem Kampf ein. In diesem Krieg ist jede Hilfe willkommen. Ich würde ja gerne selber losziehen, um den Schatten eins auf die Fresse zu geben, aber... Naja, irgendwer muss sich ja um den Laden hier kümmern. Ich glaube, diese Stimme, die kam ja schon, wird ja schon etwas öfter mal vorgekommen sein. Die kommt mir die ganze Zeit bekannt vor. Kann es sein, dass die in Deponia, wie heißt der Charakter? Den Typen, den Rufus, der Hauptcharakter, immer als Piraten bezeichnet. Kann es sein, dass das dieselbe Stimme ist? Keine Ahnung, ich weiß es einfach nicht. Die Stimme kommt mir so bekannt vor. Ihr führt also Krieg gegen die Schatten hier in Kalador. Das ist unsere Bestimmung. Was meinst du, warum wir diese ganzen grünen Feuer entzündet haben? Als Ruf. Ein Ruf für die alten Geschlechter der Dämonenjäger. Wir Dämonenjäger haben uns seit jeher um das Gleichgewicht dieser Welt gekümmert. Lange waren wir im Hintergrund, doch nun ist es an der Zeit für uns, wieder in Erscheinung zu treten. Wofür bist du hier zuständig? Ich kümmere mich um die Neuankömmlinge. Ich war der Erste hier und werde auch der Letzte sein, der noch steht. Sofern dieser Tag kommt. Hast du schon mit unserem Druiden Eldrick gesprochen? Nein. Dann tu das. Er wird sich freuen, ein neues Gesicht in unserer Zitadelle begrüßen zu dürfen. Du findest ihn im hinteren Bereich. Was kannst du mir beibringen? Was möchtest du wissen? Armbrüste. Oh, das ist ja cool. Zeig mir, wie ich besser mit Armbrüsten umgehen kann. Okay. Ich habe leider noch gar keine Armbrüste. Und ich kann es auch nicht weiter steigern. Ich will es auch nicht haben, aber ich habe es lieber als eine Pistole als Zweitwaffe dabei. Wenn es eine Zweitwaffe ist, denke ich mal. Ich bin noch nicht gut genug. Hoffe ich. Das habe ich auch noch nicht. Nein. Auf jeden Fall, genau, wir das gucken einfach hier mal. Das ist der Stolz von Kalador. Das Herz des Widerstandes. Ja, ja. Allein in diesen Mauern zu stehen, erfüllt mich mit Stolz. Ich werde mal gucken, ob man sich hier Armbrust als Zweitwaffen zulegen kann. Wenn ja, mache ich das. Ja, mit Blick auf die Schiffe da hinten. Moment, ich will dieses Gestrüpp da nicht haben. Na gut, das ist auch blöd. Wo gehen wir hin? Wo wenden wir den Part? Hier, das sieht doch schön aus. Mit Blick auf die Schiffe, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Das war Risen 3 für heute. Euer Vogel, tschüss.